Beginnen möchte ich mit dem Club of Rome. Die Grenzen des Wachstums 1972 und aus heutiger Sicht hat der Club of Rome doch eigentlich, und ich meine das wirklich nicht despektierlich, eine Binsenweisheit verkündet. Er hat gesagt, wenn wir die Schätze, die uns die Erde frei Haus zur Verfügung stellt, weiterhin mit dieser Geschwindigkeit verbrauchen, dann ist abzusehen, dass irgendwann nichts mehr da ist. Und wenn nichts mehr da ist, dann kann die Erde auch nicht mehr in dem Maß Menschen ernähren, wie es bisher der Fall gewesen ist. Der Club of Rome hat so eine Art Weltmodell entwickelt und hat dann auch Vorhersagen gemacht. Einige Vorhersagen sind nicht eingetreten und deswegen wird der Club of Rome oder werden die Grenzen des Wachstums auch oft kritisiert. Aber ich glaube, es ist völlig fehl am Platze, weil heute merken wir doch mehr denn je, dass die Kernbotschaft des Club of Rome schon richtig gewesen ist. Und wir merken doch immer mehr, dass die Symptome des Mangels an Nachhaltigkeit und letzten Endes hat ja im großen Maße die Nachhaltigkeitsdiskussion mit den Grenzen des Wachstums damals begonnen, dass der Mangel an Nachhaltigkeit eben sehr viele Symptome verursacht, die wir heute eben schon spüren. Und der Klimawandel ist nur in Anführungsstrichen eines dieser Symptome. Es gibt ganz, ganz viele andere Symptome. Ich komme von der Küste, also nehmen Sie die gnadenlose Überfischung der Weltmeere. Über 50% sind hoffnungslos überfischt. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir halt irgendwann die Meere, die Ozeane nicht mehr so als Nahrungsquelle nutzen können, wie es bisher möglich ist. Dazu kommen natürlich noch andere Dinge. Sie haben gestern sicherlich die Nachrichten gesehen, dass inzwischen Plastikrückstände auch im Menschen gefunden werden. Und so könnte ich die Liste der Symptome immer weiter fortführen. Der Verlust an Artenvielfalt, die Zerstörung der Wälder, all das ist letzten Endes Zeichen des Mangels an Nachhaltigkeit. Und das betrifft nicht nur die Umweltprobleme, das betrifft natürlich auch die sozioökonomischen Probleme, die wir haben, die außer Kontrolle geratene Finanzwirtschaft, aber auch die zunehmende Ungerechtigkeit auf der Welt, dass immer nur eine kleine Gruppe von Menschen zum Nachteil des Großteils der Bevölkerung sich bereichert und vor allen Dingen auch zum Nachteil der Umwelt. All das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, das merken wir immer mehr und es merken auch immer mehr Menschen. Nun, aber es sind nicht alle Menschen, die so denken. Und das macht mir Sorgen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn der amerikanische Präsident hat ja nicht nur oder möchte nicht nur das Klimaabkommen von Paris aufkündigen, sondern er agiert ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise in eine Richtung, dass praktisch all die Werte, die uns irgendwo gemeinsam sind, in Frage gestellt werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine freie Presse. Dazu gehört auch in gewisser Weise ein gehöriges Maß an Ehrlichkeit. Und dieser Mann, der lügt jeden Tag und er kommt damit durch. Und ich frage mich, wie kann das eigentlich sein, dass seine Landsleute, vor allen Dingen auch seine Parteifreunde, es ihm durchgehen lassen, dass er pausenlos lügt. Und selbst wenn er erwischt wird dabei, dann hat das irgendwie keine Konsequenzen. Und deswegen ist es eine Riesengefahr für die freiheitliche Ordnung, glaube ich, und am Ende des Tages auch für die Demokratie. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Tendenzen gibt es nicht nur in Amerika, sondern gibt es natürlich auch bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, was wir ja inzwischen wöchentlich, monatlich an den Wahlergebnissen ablesen können. Aber wenn wir mal beim Klimathema bleiben, dann muss man eben konstatieren, dass wir doch in den postfaktischen Zeiten leben. Denn der Klimawandel ist Realität. Und ich habe Ihnen hier so eine kleine Klimauhr mitgebracht. Stunden sind ersetzt durch die Monate. Und Sie sehen zwei rote Kreise eingezeichnet. Das eine ist der 1,5-Grad-Kreis und das andere ist der 2-Grad-Kreis. Das sind die beiden Zahlen, 1,5 Grad und 2 Grad, die im Pariser
Klimaabkommen explizit erwähnt werden. Im Pariser Klimaabkommen 2015 hat sich ja die Weltgemeinschaft verpflichtet, die Erderwärmung auf, wie es heißt, deutlich unter 2 Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Nun sehen wir die Temperaturentwicklung in dieser kleinen Animation, die sich da immer wiederholt. Also seit über 100 Jahren messen wir schon praktisch flächendeckend auf der Welt die Temperaturen auf der Erde. Und Sie sehen, wie die Spirale sich immer weiter nach außen entwickelt. Das heißt, wie es immer wärmer wird auf diesem Planeten. Und deswegen ist es einfach ein hartes Faktum, dass es auf diesem Planeten wärmer wird. Und wir sehen, dass wir schon ganz dicht an dem 1,5 Grad Kreis kratzen. Und der Weltklimarat hat ja gerade seinen Bericht veröffentlicht vor ein paar Wochen zum Thema 1,5 Grad Erderwärmung und hat doch mal sehr deutlich hervorgehoben, dass wir einschneidende Maßnahmen einleiten müssen in allen Sektoren des menschlichen Lebens. Das heißt also nicht nur bei der Energie, auch bei der Mobilität und natürlich auch in der Agrarwirtschaft. Ohne das wird es nicht gehen. Und man muss dann auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Man hat beispielsweise auch geschrieben, dass man sich neue Methoden überlegen muss. Das heißt, am Ende des Tages nichts anderes, und ich werde am Ende des Vortrags darauf eingehen, dass es bisher leider keinen richtigen Klimaschutz gibt. Also es gibt sehr viele hoffnungsvolle Ansätze, gerade hier auch in Deutschland, aber wenn man es global betrachtet, dann passiert immer das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Jahr für Jahr steigen die weltweiten Treibhausgaskonzentrationen. Das heißt, wir haben offensichtlich noch nicht die Methodik gefunden, den Hebel, wie man tatsächlich die Umkehr schaffen kann. Trotz all der Klimakonferenzen, die nächste, die 24. wird Ende des Jahres in Polen, in Katowice stattfinden, trotz all dieser Klimakonferenzen, die seit jetzt fast einem Vierteljahrhundert stattfinden, alljährlich, haben wir es nicht geschafft, irgendwie den Ausstoß von Treibhausgasen zu begrenzen und damit irgendwie auch das Klima auch nur annähernd die Klimaentwicklung auch nur annähernd zu bremsen. Also wir leben tatsächlich in diesen postfaktischen Zeiten. Auf der einen Seite ändern sich die Umweltparameter mit einer extremen Geschwindigkeit, insbesondere die Erderwärmung hat eine enorme Fahrt aufgenommen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Leute, die all das in Frage stellen. Und der amerikanische Präsident sagt beispielsweise, dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen sei, um den Amerikanern zu schaden. Und ich meine, wir lachen darüber, aber es ist eigentlich nicht zu lachen, wenn die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung diesen Mann wählt. Und ich fürchte, ich bin ja kein Prophet, aber ich fürchte, dass jetzt bei den anstehenden Kongresswahlen er doch wieder obsiegen wird. Und wenn es ganz schlimm kommt, weiterhin die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erlangen wird. Und dann kann er so weitermachen wie bisher. Bis jetzt kann er durchregieren, weil er die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments hat. Es wäre wünschenswert, wenn zumindest eine Kammer in die Hand der Demokraten viele. Aber ich bin im Moment skeptisch, ob das tatsächlich passieren wird. Ja, wie geht man damit um? Wie geht man mit solchen Tendenzen um? Und noch einmal, die finden eben auch hier statt. Und einer, der schon eine bemerkenswerte Antwort gefunden hat, ohne jetzt direkt auf die Populisten einzugehen, ist der Papst in seiner Umweltenzyklika Laudato Si. Und er sagt da schon bemerkenswerte Dinge und diese Enzyklika ist durchaus lesenswert und insbesondere die Beschreibung der Lage auf der Welt ist aus meiner Sicht sehr gelungen. Nun, er sagt unter anderem, ich habe es da hingeschrieben, also man sollte hören auf die besten heute zugänglichen wissenschaftlichen Ergebnisse, Das war in der Geschichte der katholischen Kirche nicht immer so. Und insofern ist das schon eine bemerkenswerte Aussage,
dass man eben auf die besten heute zugänglichen wissenschaftlichen Ergebnisse hören solle, um sich davon zutiefst anrühren zu lassen. Auf was wollen wir uns denn verlassen, wenn nicht auf die Wissenschaft? Also die Wissenschaft, behaupte ich jetzt mal frank und frei, hat keine Eigeninteressen. Warum sollten wir auch Eigeninteressen haben? Und dann fährt er fort und sagt, die Wissenschaft ist das bevorzugte Instrument, über das sie die Schreie der Erde hören können. Und das ist sehr gelungen, unter anderem deswegen, weil ich das auch geschrieben habe, schon vor dem Papst, im Zusammenhang mit den Weltmeeren, da habe ich eben auch geschrieben, dass die Wissenschaft das bevorzugte Mittel ist, um die Schreie der Ozeane in diesem Fall zu hören. Und das ist auch so. Ich meine, die Natur sendet uns ja nur verschlüsselte Botschaften. Sie kann ja nicht sprechen, sie kann nicht zu uns sprechen. Und wir Wissenschaftler messen eben die Dinge und können dann sozusagen die Sprache der Natur übersetzen in eine Sprache, die uns allen irgendwo zugänglich ist. Und wir messen die Temperatur, wir messen die Niederschläge, wir messen den Versauerungsgrad der Ozeane, aber natürlich auch die Belastung mit Giften, mit Plastikmüll und all diese Geschichten. Und das ist schon ziemlich besorgniserregend, was wir da sehen. Also nur so kann es gehen. Wir müssen versuchen, die wissenschaftlichen Ergebnisse noch stärker in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Denn meiner Meinung nach werden wir nichts erreichen können, wenn wir nicht große Teile der Bevölkerung auch mitnehmen. Also es muss auch Druck von unten kommen. Wenn dieser Druck von unten nicht kommt, wird oben auch nichts passieren. Und es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass es auch geschieht. Ich denke an die deutsche Wiedervereinigung, wo ja auch der Druck von unten kam. Da haben sich ja nicht die vier Mächte zusammengesetzt, haben gesagt, wir machen jetzt die Wiedervereinigung, sondern die Menschen wollten. Erst der Atomausstieg, genau das Gleiche. Warum gibt es den Atomausstieg in Deutschland? Weil es eine Anti-Atom-Bewegung gegeben hat. Und warum gibt es die erneuerbaren Energien? Weil eben Leute wie Frau Sladek schon frühzeitig sich dafür eingesetzt haben und immer mehr Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden haben, um diese Dinge nach vorne zu bringen. Und dieses Verdienst hat Deutschland durchaus, dass es die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht hat. Und jetzt müssen wir versuchen, diese Dynamik, die zweifellos vorhanden ist, noch weiter zu verstärken. Und da müssen wir eben die Politik davon überzeugen, da auch die notwendigen Schritte zu gehen. Nun beim Klima, um zurück zum Klima zu kommen, geht es um Energie. In erster Linie um Energie, um die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen. Wir sehen hier auf dieser Fotomontage von Satellitenbildern die Erde bei Nacht und wir sehen eben sehr viel Licht, gerade in den Industrienationen, gerade bei uns in Europa, und das zeigt eben, wo auch der Energiehunger besonders groß ist. Aber leider haben wir es versäumt, irgendwie unsere Energiewirtschaft auf nachhaltige Beine zu stellen. Und ich möchte Wilhelm Ostwald zitieren. Wilhelm Ostwald, einer der großen Physiker seiner Zeit. Er hat den Nobelpreis für Chemie 1909 bekommen. Er hat ein Buch geschrieben, Der energetische Imperativ, das in Leipzig 1912 erschienen ist. Und er hat eigentlich schon damals gewusst, in welche Richtung wir eigentlich gehen müssen, wenn es um die Energieproduktion geht. Und er sagte eben, wir sind gerade dabei, also damals vor über 100 Jahren, von einem unverhofften Erbe zu leben, das wir in Form fossiler Brennmaterialien unter der Erde gefunden haben. Dieses Material wird sich aufbrauchen. Dauerndes Wirtschaften ist allein über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, aber wir haben es nicht beherzigt. Wir sind weiter in die Richtung der Verbrennung der fossilen Brennstoffe gelaufen. Und das ist letzten Endes der Kern des Klimaproblems. Wir verbrennen unglaubliche Mengen von Kohle, von Öl und von Erdgas. Und die rauchenden Schlote hinter mir sind in gewisser Weise das Sinnbild dafür. Aber das, was das eigentliche Problem ist, das können wir nicht sehen. Denn bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe, egal welchen Sie nehmen, insbesondere bei der Verbrennung von Kohle, entstehen gewaltige Mengen CO2, Kohlendioxid.
Und Kohlendioxid als Gas ist unsichtbar. Das heißt also, wir merken nicht, dass etwas Unfassbares im Moment passiert. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir Menschen uns so schwer tun, trotz aller wissenschaftlicher Fakten, dieses Klimaproblem wirklich ernst zu nehmen. Und besonders deutlich wird es natürlich im Hambacher Forst, ja, wenn man einfach mal diesen Gegensatz sieht. Auf der einen Seite der Wald, ja, der Wald irgendwie Inbegriff intakter Natur von Artenvielfalt, von Sauerstoffproduktion, all diese Geschichten. Und dann sieht man diese zerschundenen Landschaften gleich dahinter durch den Braunkohleabbau. Und ich denke, größer könnte ein Gegensatz gar nicht sein, wie er sich hier im Hambacher Forst darstellt. Nun, das Ganze hat natürlich auch eine internationale Dimension, das darf man nicht vergessen. Wissen Sie, bei den internationalen Verhandlungen, bei den Klimaschutzverhandlungen, auf den Klimakonferenzen geht es ja auch um Glaubwürdigkeit, es geht um Vertrauen. Ich meine, Sie können doch nicht einem Brasilianer oder einem Indonesier erzählen, er soll seinen Regenwald schützen und wir im gleichen Atemzug zerstören unsere Wälder. Und wir haben ja praktisch unsere ganzen Wälder schon zerstört. Ich meine, Deutschland war bewaldet. Ja, was ist denn davon übrig geblieben? Und jetzt wollen wir selbst den letzten elendigen Rest da, diesen armen Rest, den wollen wir auch noch abholzen, damit wir vielleicht noch 10 Jahre oder so Braunkohle verfeuern können. Was für ein Wahnsinn. Und wir dürfen bei der ganzen Diskussion nie vergessen, was das eigentlich auch international bedeutet, dass wir dabei sind, unsere Glaubwürdigkeit zu verlieren, unser Gesicht zu verlieren gegenüber den vielen anderen Nationen, denen wir irgendwie immer wieder klar machen wollen, dass sie bitteschön Klimaschutz zu betreiben hätten. Nun, ich sagte, es passiert etwas Unglaubliches und das sehen wir hier. Die blaue Kurve ist der CO2-Gehalt der Luft. Und den können wir rekonstruieren für die letzten 800.000 Jahre. Für die letzten 800.000 Jahre, das ist gar nicht so schwierig. Ich selber bin übrigens nicht 8.000 Jahre alt, das wissen Sie. Aber wir können im Eis der Antarktis bohren und solche Eiskerne ziehen. Und da sind so Luftbläschen enthalten, die können wir analysieren und natürlich auch datieren. Und diese Luftbläschen haben also die Zusammensetzung der Luft konserviert für viele, viele Jahrtausende. Und wenn wir uns das angucken, ganz links ist vor 800.000 Jahren, ganz rechts ist heute da, wo ich den Stern hingemalt habe, wo auch heute steht. Und Sie können erkennen, dass dieser CO2-Gehalt der Luft seit Beginn der Industrialisierung in schwindelerregende Höhen geklettert ist. Ja? Und wenn ich dann höre, das sei eine Laune der Natur, ja, dann müssen Sie eigentlich kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin sein. Da sagt Ihnen schon der gesunde Menschenverstand, wenn auf einmal seit Beginn der Industrialisierung der CO2-Gehalt der Atmosphäre so in die Höhe schnellt, wie es noch nie der Fall gewesen ist, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben, dann geht das doch nicht mit rechten Dingen zu. Dann muss es doch etwas mit uns zu tun haben, sonst wäre es doch früher auch schon mal passiert. Wie gesagt, wir reden hier über 800.000 Jahre. Jetzt laufen gerade die neuen Bohrungen, wo wir wahrscheinlich 1,5 Millionen Jahre zurückgehen können. Und ich bin mir sicher, die werden auch nichts anderes zeigen. Insofern ist es wirklich ein hartes Faktum, dass der Mensch hier das Erdsystem schon in einem Maße ausgelenkt hat, wie es vorher, zumindest seit wir Menschen auf diesem Planeten leben, noch nie der Fall gewesen ist. Nun, wir wissen aus der Erdgeschichte, in Rot sehen wir die Temperatur am Südpol, dass es immer eine Beziehung gegeben hat zwischen Temperatur und CO2. Immer wenn CO2 hoch war die Temperatur auch eher hoch und wenn das CO2 niedrig war, war die Temperatur auch niedrig. Und in der Tat ist es so, dass es sich um ein selbstverstärkendes System handelt. Das heißt, es ist egal, welche Größe zuerst hochgeht. Die andere Größe folgt immer in einer Art und Weise, dass die anfängliche Störung nochmal verstärkt wird. Und deswegen reichen eben auch schon kleine Störungen aus, um solche gewaltigen Änderungen hervorzurufen. Nun, wir sehen schon in der Temperatur, dass sie nach oben geht, die hinkt immer ein bisschen hinterher, das Klima reagiert ja träge, aber wir haben heute schon eine Erderwärmung von 1 Grad, Sie haben es ja vorhin in dieser Spirale gesehen und der Mensch hat also schon tatsächlich eine Erderwärmung, eine globale Erderwärmung verursacht und das
sollte uns wirklich zu denken geben. Und wir haben ja auch ein gewisses Verständnis als Wissenschaftler vom Klimasystem. Und insofern haben wir auf der einen Seite die Messungen, auf der anderen Seite haben wir aber auch eben das Verständnis des Klimasystems. Und wir wissen einfach, dass die erhöhten Treibhausgaskonzentrationen zwangsläufig zu einer Erwärmung führen muss. Und das ist auch überhaupt keine neue Erkenntnis, sondern das wissen wir schon seit Jahrzehnten, zum Teil schon seit über 100 Jahren. Da wurden nämlich schon die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema publiziert. Nun, trotz all des wissenschaftlichen Verständnisses haben wir natürlich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wissen Sie, ich habe zwar einen Doktortitel und einen Professorentitel, aber das Erdsystem ist so komplex, dass ich es auch nicht in allen Einzelheiten berechnen kann. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil jedenfalls unberechenbar. Und deswegen weiß ich am Ende auch nicht ganz genau, was passieren wird. Ich habe zwar eine ungefähre Ahnung, aber es lauern da auch immer wieder böse Überraschungen. Und das hat mein Kollege Roger Revelle schon 1957 irgendwie versucht auszudrücken in einem Interview mit der New York Times. Also nochmal, wir reden hier über das Jahr 1957. Und er hat gesagt, im Zusammenhang mit dem Ausstoß von CO2 und dem Anstieg des CO2s in der Atmosphäre, die Menschen führen momentan, also damals, 1957, ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment aus. Ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment, das so weder in der Vergangenheit hätte passieren können, noch in der Zukunft wiederholt werden kann. Ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel geben, dass trotz all der wissenschaftlichen Fortschritte doch unsere Wissenslücken immer noch ziemlich groß sind. Und zwar das Ozonloch. Das Ozonloch hat kein Wissenschaftler und auch keine Wissenschaftlerin der Welt vorhergesagt. Wir wussten zwar damals in den 70er Jahren, dass die FCKWs, also die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die Ozonschicht, die so lebensnotwendige Ozonschicht in der Stratosphäre, also so in 15, 20 Kilometer Höhe, die ja die UV-Strahlung herausfiltert oder größtenteils jedenfalls herausfiltert, dass die FCKWs schädlich sind für die Ozonschicht. Aber niemand hat vorhergesehen, dass es solche katastrophale Auswirkungen haben könnte wie das Ozonloch am Südpol. Und das lag einfach daran, dass wir einen bestimmten Prozess nicht mit berücksichtigt hatten. Dieser Prozess zum Glück, der läuft nur ab bei sehr extrem kalten Temperaturen. Und die kältesten Temperaturen finden wir eben über der Antarktis, also über dem Südpol. Und da laufen dann Prozesse an Eiskristallen in der hohen Atmosphäre ab, die dann nochmal den Ozonabbau befördern. Und das zeigt uns einfach, dass wir nicht so tun sollten, als würden wir das Erdsystem in allen Details verstehen und wir könnten dann sozusagen das Erdsystem belasten, so wie es uns gefällt oder dass wir glauben zu wissen, bis wann oder bis zu welchem Grad wir das Erdsystem belasten können. Und es war echt ein Schock, das kann ich Ihnen sagen, als damals 1982 das Ozonloch entdeckt wurde. Alleine die Entdeckung des Ozonlochs ist eine Geschichte für sich, weil es hat überhaupt keiner gemerkt. Es hat niemand gemerkt, dass sich über dem Südpol ein Ozonloch auftut. Warum hat es keiner gemerkt? Es gab ja schon Satelliten dort oben, die haben es ja gemessen, die haben es pausenlos gemessen und wir haben es trotzdem nicht gemerkt. Warum? Weil die Software, die Auswertesoftware hat das als Messfehler rausgeschmissen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass die Ozonwerte so niedrig werden können. Und erst als englische Kollegen dann vor Ort am Südpol diese niedrigen Werte gemessen haben, ja, die konnten es ja selbst nicht glauben, die haben es dann nicht publiziert, sondern haben erstmal aufs nächste Schiff gewartet, aufs nächste Messgerät, weil sie dachten, ihr Messgerät ist kaputt. Dann haben sie es nochmal gemessen und dann haben sie es publiziert. Und da, sie glauben gar nicht, was für eine Blamage das für die NASA gewesen ist. Ja? Also diese millionenschwere, millionenteure Satelliten in der Erdumlaufbahn und die messen etwas und wir merken es nicht. Ne? Und das zeigt einfach, dass wir wirklich hier im Blindflug gewissermaßen agieren, dass wir praktisch im Nebel über die Autobahn rasen und nicht wissen, ob da irgendwo ein Stauende ist oder nicht. Ja, so verhalten wir uns gerade. So würden wir uns nie in unserem persönlichen Leben verhalten. Ja, wenn wir über die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts und wenn die Chancen 50-50 sind, gehen wir nicht rüber. Ja? Oder wenn es Lebensmittelskandale gibt. Ich meine,
das ist immer eine schlimme Sache mit diesen Lebensmitteln, muss ich schon sagen, da wird auch sehr viel betrogen dabei, aber wenn man bestimmte Substanzen in Lebensmitteln findet, dann reagieren wir panisch. Ja, dann sind sofort die Supermarktregale leer geräumt. Und wenn ich da mal meine Kollegen oder meine Kollegin von der medizinischen Fakultät frage, was war denn da nun eigentlich los? War das wirklich so gefährlich? Dann bekomme ich sehr oft die Antwort, weißt du, du hättest jahrzehntelang davon mindestens 2 Kilo jeden Tag essen müssen, um vielleicht eine 5%ige Chance zu haben, an Krebs zu erkranken. Aber wir sind panisch. Ja? Aber bei diesen globalen Umweltthemen, weil sie nicht so greifbar sind, weil sie so abstrakt sind, sind wir offensichtlich bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen. Und das widerspricht irgendwie völlig unserer persönlichen Lebenspraxis. Nun, Roger Revelle wusste natürlich auch, was dieser Mann schon gerechnet hatte. 1896 Svante Arrhenius, noch ein Nobelpreisträger. Und Svante Arrhenius hat eine Arbeit mit dem Titel verfasst über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Und damals hat man eben von Kohlensäure gesprochen und nicht von Kohlendioxid. Aber wenn man die Arbeit guckt, dann steht da auch CO2. Und der hat schon Berechnungen durchgeführt. Die habe ich hier mal gescannt, die sollen Sie jetzt nicht lesen, sondern ich erzähle Ihnen, was da steht. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass der schon sehr viele Berechnungen durchgeführt hat. Und der hatte aber eine Schwierigkeit, und diese Schwierigkeit haben wir heute auch. Der wusste ja nicht, wie wir uns verhalten würden. Der konnte ja nicht wissen, wird der CO2-Gehalt nur eigentlich steigen weiter, ja, oder werden wir Wilhelm Ostwald folgen und doch die Energiezufuhr durch die Sonne bevorzugen, oder werden wir weiter immer mehr Kohle verbrennen? Das wusste er natürlich nicht. Also was hat er gemacht? Und ich weiß das heute auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die globale Energiewende in den nächsten Jahrzehnten gelingt oder nicht. Ich hoffe, dass das der Fall sein wird, aber ich weiß es nicht. Also er hat das gemacht, was wir heute auch machen. Er hat verschiedene Fälle durchgerechnet. Ja. Er war unter anderem auch daran interessiert, wie es zu Eiszeiten kommt. Also die ersten Rechnungen, die er gemacht hat, das ist ganz links, da hat er gerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft sinkt. Und falls Sie es erkennen können, da stehen überall Minuszeichen vor den Zahlen. Also er hat berechnet, okay, dann geht die Temperatur halt runter. Und dann hat er auch berechnet, was passiert, wenn der Gehalt an CO2 in der Luft steigt, in diesem roten Rechteck, das ich da reingemalt habe, hat er berechnet, was passiert, wenn der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre sich verdoppeln würde. Nun, damals lag der CO2-Gehalt der Luft so ungefähr bei 300 Einheiten. Das würde also bedeuten, dass sich der Kohlendioxidgehalt von 300 auf 600 Einheiten erhöhen würde. Wir liegen heute bei 400 Einheiten. Ja, also wie gesagt, der vorindustrielle Wert lag knapp unter 300, wir sind heute schon bei über 400. Also es ist schon ordentlich, was wir in die Atmosphäre geblasen haben. Und er hat berechnet, dass im globalen Durchschnitt die Erdtemperatur um 5 Grad steigen würde. Um 5 Grad, wenn sich der damalige Gehalt an CO2 verdoppeln würde. Wir gehen heute davon aus, dass es so irgendwo bei 3 Grad liegt. Aber Sie müssen mal überlegen, 1896, ja, da gab es keine Computer und da gab es auch keine Satelliten, da gab es so gut wie gar nichts. Und als Naturwissenschaftler würde ich immer sagen, alles, was so im Rahmen eines Faktor 2 ist, ist schon ganz gut. Und noch bemerkenswerter ist, dass er in der Diskussion in dieser Arbeit schon darauf hinweist, dass seine Abschätzung etwas hoch ausgefallen sein könnte und auch die Gründe dafür angibt, warum das eben der Fall ist. Aber hat er halt nicht die Informationen, die volle Information, all die Messungen, die er gebraucht hätte, um tatsächlich dann auf die in Anführungsstrichen richtige Lösung zu kommen. Aber eines ist klar, ohne es zu wissen, hat er eine Vorhersage gemacht, damals vor über 100 Jahren. Er hat gesagt, wenn der Gehalt an CO2 steigt, muss es bei uns wärmer werden. Also können wir uns da angucken, was ist passiert, seit er gelebt hat, seit 1900 sehen wir es hier in Rot, den Anstieg des CO2 und in Blau die Erdtemperatur. Und man sieht, der CO2-Gehalt, der steigt immer weiter an und die Temperatur auch, aber das wird klar nur, wenn man Jahrzehnte betrachtet. Kurzfristig gibt es extrem viele Schwankungen, es geht mal nach oben und nach unten und das liegt einfach daran, dass das Klima ein chaotisches System ist und das schwankt einfach von Haus aus. Ja? Und deswegen
muss man sich jetzt auch nicht wundern, wenn es jetzt nicht jedes Jahr wärmer wird, aber der langfristige Trend ist offensichtlich. Aber wir dürfen uns eben auch nicht wundern, wenn jetzt im Winter mal Schnee liegt. Ja, Sie glauben gar nicht, wie viele dumme E-Mails ich kriege, wenn mal Schnee fällt. Also es ist wirklich so. Ich will Ihnen das nochmal zeigen hier, animiert, das sind die gleichen Messungen jetzt, nur jetzt räumlich dargestellt. Und wenn die Animation kurz stoppt, dann sind wir heute angekommen. Ja? Und dann wiederholt sich das. Und wenn die Animation jetzt wieder stoppt, dann ist das jetzt. Und ich glaube, Sie können erkennen, ich lasse noch ein paar Mal durchlaufen hier, dass wir heute schon tatsächlich sehr viel gelbe, rötliche Farbe sehen. Das heißt, wir haben schon jetzt das Gefühl tatsächlich einer globalen Erderwärmung. Aber es gibt eben sehr starke räumliche und auch zeitliche Unterschiede. Aber das ist eben das Wesen eines chaotischen Systems. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem gezinkten Würfel. Wenn wir einen Spielwürfel haben, den auf die 6 zinken, dann wissen wir einfach, dass die 6 häufiger kommt. Aber die anderen Zahlen kommen natürlich auch. Und wenn die 1 zum Beispiel kommt, dann würde das in diesem Beispiel bedeuten, dass vielleicht mal Schnee gefallen ist oder dass mal Frost gewesen ist. Das sagt uns aber auch, dass wenn man nur einmal würfelt und dann kommt eine 6, dann wissen wir nicht, ob diese 6 nun eigentlich auf das Zinken des Würfels zurückzuführen ist oder ob sie nicht ohnehin gekommen wäre. Deswegen müssen wir immer oft würfeln, nur dann können wir die Manipulation des Würfels erkennen. Und das heißt dann für uns, wir müssen lange Messreihen haben, nur dann können wir tatsächlich sehen, ob es diesen Zusammenhang zwischen Anstieg von CO2 und Erderwärmung auch tatsächlich gibt. Nun, diese Erderwärmung von einem Grad, die hat schon ziemliche Auswirkungen. Und ich sagte, es gibt räumliche Unterschiede. Und wenn wir über ein Grad Erderwärmung sprechen, dann sprechen wir über das Doppelte in der Arktis. Also die Nordpolarregion ist die Region auf der Erde, die sich am stärksten erwärmt. Auch das hatte Svante Arrhenius vor über 100 Jahren schon berechnet, ja? Dass dort oben eben die stärksten Erwärmungen zu erwarten sind. Ein Indikator dafür ist eben, dass das Eis in der Arktis schmilzt. Die Arktis ist ein Ozean. Der arktische Ozean. Und dieser Ozean ist mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Das nennen wir Meereis. Und diese Eisschicht ist so ein paar Meter dick. 2, 3, 4 Meter, gibt es auch regionale Unterschiede. Und diese Eisbedeckung, die Bedeckung mit Meereis, die geht extrem zurück im Sommer. Wenn wir uns das mal ansehen, seit Beginn der Satellitenmessung. Die Satellitenmessungen haben 1979 begonnen. Und wir sehen hier die Entwicklung in Prozent seit Beginn der Satellitenmessung 1979 für den Monat September. Im September haben wir ohnehin das wenigste Meereis am Ende des Sommers. Ja. Und wir sehen, natürlich gibt es Schwankungen, aber der Trend ist offensichtlich. Und wir haben tatsächlich schon gut 30% der mit Eis bedeckten Fläche verloren. Gut 30% seit 1979. Und ich glaube, ich muss da gar nicht viel zu sagen. Sie sehen, wie diese Kurve steil nach unten geht. Und auch hier nochmal, uns wird immer vorgeworfen, dass die Modelle übertreiben, dass die Modelle viel zu empfindlich auf CO2 reagieren. Das stimmt nicht. Diese Dramatik beim Eis haben die Modelle überhaupt nicht vorhergesehen. Also die Modelle haben zwar ungefähr die Erderwärmung im globalen Mittel dargestellt, aber diese extreme Erwärmung in der Arktis haben sie unterschätzt. Und damit haben sie auch unterschätzt, wie schnell das Eis sich eigentlich zurückzieht. Und deswegen haben sie einfach den Rückgang des Eises sehr stark unterschätzt. Was ich damit sagen will, ist, natürlich gibt es Unsicherheiten. Und ich würde nie behaupten, dass es irgendwie so etwas wie ein perfektes Klimamodell gibt. Es gibt Unsicherheiten. Aber Unsicherheiten heißt nicht, dass alles nicht so schlimm kommen kann. Kann es heißen. Unsicherheiten heißt auch, dass es viel schlimmer kommen kann. Ja? Und wir haben eben durchaus, ich habe Ihnen über das Ozonloch berichtet, hier das arktische Eis, es gibt durchaus Beispiele dafür, dass die Entwicklung auch viel dramatischer sein kann, als von den Klimamodellen berechnet. Wir können uns das hier nochmal angucken im Vergleich. Links sehen wir den September 1979. Wir gucken jetzt direkt auf den Nordpol. Und diese helle Fläche, das ist die mit Eis bedeckte Fläche im September 1979. Und rechts sehen wir den September 2018. Also vor ein paar, oder vor einem Monat ungefähr. Ja, und ich glaube, auch da sehen Sie schon, wie sehr diese Fläche geschrumpft ist. Und Sie sehen insbesondere auch, dass die Nordostpassage schon
völlig frei ist, also der Seeweg nördlich von Skandinavien in östlicher Richtung, nördlich von Sibirien, dann durch die Beringstraße in den Pazifischen Ozean. Ja? Ich habe Arvid Fuchs, der ja jedes Jahr in der Arktis unterwegs ist, des Öfteren getroffen, und der sagte mir, er hat in den 90er Jahren noch versucht, diese Nordostpassage zu befahren. Er ist hoffnungslos gescheitert. Aber dann, ab Mitte der 90er Jahre, hat er es dann geschafft. Das war der letzte Versuch, den er nochmal unternehmen wollte. Da hat er es geschafft. Und jetzt sagt er, jetzt kann er da durchsegeln, wenn er will. Ja, also es ist unfassbar, wie rapide diese Entwicklung geht. Und inzwischen sind zumindest auch an bestimmten Tagen ist die Nordwestpassage auch schon befahrbar. Und mir graut davor, wenn ich daran denke, was passiert, wenn das Eis sich noch weiter zurückzieht und man praktisch den ganzen Sommer lang dann Schiffsverkehr dort hat, mit den ganzen Abgasen und so weiter. Also ist ein einzigartiges Ökosystem, das ist ohnehin gefährdet durch den Rückgang des Meereises, aber es würde natürlich noch mehr gefährdet werden, wenn die Arktis jetzt wirtschaftlich erschlossen werden würde. Da lagern ja auch jede Menge Bodenschätze, ja, da liegt Öl, da liegt Erdgas und dann noch der ganze Schiffsverkehr, das würde dann sozusagen dem Ökosystem wahrscheinlich den Garaus machen. Nun, wenn dieses Meereis schmilzt, dann ist es schlimm. Aber der Meeresspiegel steigt nicht, weil das Eis ist ja schon im Wasser. Ja, das ist ja wie hier, haben wir ein Glas, wenn da jetzt noch ein Eiswürfel drin wäre und der Eiswürfel schmilzt, dann würde das Glas nicht überlaufen, weil das Eis verdrängt ja schon. Aber wenn Eis schmilzt, das auf Land sitzt, dann steigt natürlich der Meeresspiegel, weil irgendwann wird das Wasser im Ozean landen. Und wir wissen, gar nicht so weit entfernt vor hier in den Alpen, dass die Gebirgsgletscher sich unheimlich zurückgezogen haben. Hier sehen wir den Pasterzen-Gletscher in Österreich, in den Ostalpen, der größte Gletscher der Ostalpen, 1875 aufgenommen. 1875, und wir sehen diese wunderschöne Gletscherzunge. So sieht das heute aus. Da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Und das ist jetzt nicht nur dieser eine Gletscher, sondern das können Sie in der Schweiz beobachten, können Sie bei uns in Deutschland beobachten und natürlich auch bei den anderen Gletschern in Österreich. Und übrigens in allen Breitenkreisen gehen zumindest im Mittel die Gletscher zurück. Und das ist auch ein großes Problem lokal, nicht nur was den Meeresspiegelanstieg angeht, der ja alle betrifft, sondern ein globaler Anstieg lokal, weil einfach der Frost auch aus den Gebirgen rausgeht, der Frost aus dem Stein rausgeht und die Berge werden instabil. Es kommt immer öfter zu Murenabgängen, zu Stein- und Gerölllawinen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das natürlich eine Trinkwasserquelle ist. Wenn das Eis im Sommer schmilzt, speist es natürlich die Trinkwasservorkommen in der Region. Und das passiert, aber es passiert dann eben auch in Grönland beispielsweise. Grönland hat ja einen Kilometer dicken Eispanzer und wir können seit Beginn des Jahrtausends auch diese Massenbilanz messen. Und wir sehen, dass hier die rötlichen Flächen sind die Flächen, die schon einen Netto-Massenverlust zeigen über das Jahr, und die grüne Kurve, die sich so langsam nach unten bewegt, die zeigt den Massenverlust. Das heißt also, wir haben jetzt schon erhebliche Massenverluste auf Grönland. Das heißt also, Grönland schmilzt, und auch hier muss das natürlich Auswirkungen auf den Meeresspiegel haben, und deswegen trägt Grönland heute auch schon zum Meeresspiegelanstieg bei. Das gleiche gilt für die Antarktis, das dauert ein bisschen länger mit der Antarktis, aber auch da sehen wir diese grüne Kurve, wie die allmählich nach unten geht. Und was uns nicht überrascht, ist, dass es in der Westantarktis beginnt. Ja, das war uns immer klar, es muss in der Westantarktis beginnen, und wenn Sie das hinter mir sehen, dann können Sie auch erkennen, dass die rote Farbe sich vor allen Dingen im Westteil der Antarktis entwickelt. Und um das einfach mal nochmal in Zahlen zu fassen, wenn Grönland komplett im Meer verschwinden würde,
dann stiege der Meeresspiegel um 7 Meter weltweit. 7 Meter. Wenn alleine die Westantarktis hätte noch mal ein Potenzial für 6 Meter. Ja? Also die beiden zusammen schon deutlich über 10 Meter Meeresspiegel anstiegen. Ich muss nicht bedeuten, sagen, was das bedeutet für die Küsten, gerade in den tiefliegenden Gebieten Bangladesch, die tiefliegenden Inseln, Malediven und so weiter. Nun, das ist etwas, was sich langsam entwickelt, also was jetzt nicht in Jahrzehnten passieren wird, aber wir sehen, dass es schon stattfindet. Ja, wenn wir uns mal den Meeresspiegel angucken, gemittelt über alle Ozeane, gemittelt über den Weltozean, dann sehen wir es hier, der Meeresspiegel steigt bisher um gut 20 Zentimeter. Also klingt zwar wenig, 20 Zentimeter, aber 20 Zentimeter ist schon etwas, was viele Küsten tatsächlich unsicherer macht. Also ich weiß das von Gesprächen mit Menschen, die auf den Inselstaaten leben, dass die heute schon wirklich darunter leiden. Weil 20 Zentimeter bedeutet natürlich auch, wenn mal ein Sturm kommt, wenn zum Beispiel mal ein Taifun kommt, ja, dass die Flutwellen, die sind ja oft mit Flutwellen verbunden, dass die noch einen Tick höher auflaufen. Und damit wird auch die landwirtschaftliche Fläche unbrauchbar. Die bauen ja auch Dinge an. Und wir können uns noch davor schützen. Ich meine, wir bauen jetzt die Deiche hoch. Es findet ja statt, ist ja nichts in der Zukunft. Sondern auch bei uns steigt ja der Meeresspiegel. Und ich weiß das von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Da gibt es schon Deichbauprogramme, die Deiche werden schon erhöht. Wir können uns bis zu einem bestimmten Grad schützen, weil wir die technologischen Mittel haben und natürlich auch die finanziellen Mittel. Aber das können eben die armen Länder nicht. Und deswegen haben wir eben auch eine Verantwortung allen Menschen gegenüber und nicht nur uns selbst gegenüber. Damit ich nicht noch mehr böse E-Mails bekomme, möchte ich Ihnen den Meeresspiegelanstieg bei uns in Europa, an den europäischen Küsten zeigen. Und ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, da sehen Sie viele Pfeile. Und wenn die Pfeile nach oben gehen, dann ist der Meeresspiegel seit 1970 gestiegen. Aber es gibt auch Pfeile, die gehen nach unten. Das heißt, der Meeresspiegel ist gefallen. Wie kann das angehen? Das liegt einfach daran, dass wir ja vor 20.000 Jahren eine Eiszeit hatten. Dicke Eispanzer, die haben das Land eingedrückt. Jetzt sind die Eispanzer weg. Jetzt hebt sich das Land. Aber das Land hebt sich schneller, als der Meeresspiegel steigt. Und deswegen haben sie netto einen fallenden Meeresspiegel dort. Ja? Ich sage Ihnen das nur deswegen, falls mal jemand auf sie zukommt und sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Hier in der nördlichen Ostseeregion, da fällt ja der Meeresspiegel. Was erzählst du mir da eigentlich? Ja? Dass sie gewappnet sind. Denn eins kann ich Ihnen sagen, Wissen ist Macht. Ja? Die Skeptiker-Argumente, die klingen mal gut. Aber wenn man da mal ein bisschen bohrt, dann kann man sie sehr schnell entkräften. Und das mögen die überhaupt nicht, das kann ich Ihnen sagen. Kommen wir mal ganz kurz zu Deutschland. Auch Deutschland wird wärmer. Ich sagte ja, im weltweiten Durchschnitt ist die Erde um 1 Grad wärmer geworden. Bei uns in Deutschland etwas mehr, 1,4 Grad. Und wir sehen hier die Entwicklung seit Beginn der Messung 1881. Und jede Spalte ist ein Jahrzehnt. Und die einzelnen Deutschlands sind jeweils ein Jahr. Und jedes Deutschland ist eingefärbt. Ja, jedes Jahr ist eingefärbt und wenn wir eher bläuliche Farbe sehen, ist es eher kalt gewesen im Vergleich zum Bezugszeitraum 1961 bis 1990. Und wenn es eher rötlich ist, dann war es eher wärmer als gegenüber dem Bezugszeitraum. Und wenn Sie jetzt so allmählich von links nach rechts gehen, dann sehen Sie, dass die rote Farbe immer mehr zunimmt. Ja? Und das zeigt einfach, dass bei uns auch allmählich, nicht Jahr für Jahr, aber allmählich immer wärmer wird. Das heißt also, die Erderwärmung ist auch bei uns schon längst angekommen, auch Deutschland wird wärmer. Ich muss natürlich etwas sagen zu diesem Sommer oder zum letzten Sommer. Wenn wir uns mal die sogenannten Sommertage ansehen. Also Sommertage sind Tage, an denen die Temperatur 25 Grad erreicht, also die Höchsttemperatur 25 Grad oder noch darüber geht. So definieren wir den Sommertag. Und wenn wir uns das mal angucken, seit den 60er Jahren, der letzte Sommer war wirklich außergewöhnlich. Ne? Man sieht zwar den langfristigen Trend, ja,
Aber der letzte Sommer, wir sehen in allen diesen drei Städten, egal ob wir Hamburg betrachten, egal ob wir Frankfurt betrachten oder Stuttgart betrachten, der letzte Sommer war wirklich außergewöhnlich. Also das hat es, seit wir messen, noch nicht gegeben, so viele Wärmetage oder Sommertage. Das heißt zwar immer, es war nur der zweitwärmste Sommer, 2003 sei wärmer gewesen, aber es liegt einfach an dem Zeitraum, den man betrachtet. Ja, dieser Sommer, der war so lang und wir hatten so viele Tage mit hohen Temperaturen. Dieser Sommer ist ja schon im Frühjahr angefangen. Ne? Deswegen, wenn man das Frühjahr dazu nimmt, dann war eben dieses Jahr wirklich absolut extrem und das zeigt eben diese Grafik hier sehr, sehr gut. Schauen wir uns mal die Hitzetage an. Das sind Tage, an denen die Temperatur 30 Grad erreicht oder darüber hinausgeht. Und wir sehen jetzt hier für verschiedene Jahrzehnte, ganz links 1957 bis 1966. Ja? Das war die Zeit, als ich Kind war. Ne? Wenn Sie gelbe Farbe sehen, dann haben Sie 10 Tage im Jahr mit Temperaturen von mindestens 30 Grad. Wenn Sie jetzt ganz links gucken, also als ich Kind war, da sehen Sie diese gelbe Farbe kaum. Sehen Sie hier im Oberrheingraben, ja, und im Osten, ganz im Osten sehen Sie so ein bisschen gelbe Farbe. Und wenn Sie jetzt wieder so allmählich nach rechts gehen, dann sehen Sie, wie diese gelbe Farbe zunimmt und dass jetzt so, auch sogar diese rosa Farbe zum Vorschein kommt, gerade hier. Ja, und diese rosa Farbe, da kommt ja schon fast an 20 Tage pro Jahr. 20 Tage pro Jahr mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Und das wird da nicht stehen bleiben. Ja, das heißt also, die Erderwärmung wird weitergehen, auch bei uns wird die Temperatur weiter steigen und deswegen werden eben auch, nicht Jahr für Jahr, aber über die Jahrzehnte betrachtet, einfach diese Hitzetage werden weiter zunehmen. Das ist etwas, woran wir uns leider gewöhnen müssen. Kommen wir zum letzten Punkt, zur Klimapolitik 2015, Pariser Klimaabkommen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Erwärmt, ja, das ist ein guter Versprecher, muss ich sagen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich war zwar nicht in Paris, aber ich habe natürlich unendlich viele Interviews gegeben. Und ich war der Einzige, der es kritisiert hatte. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass ich der Einzige war. Warum habe ich es kritisiert? Weil das Pariser Klimaabkommen nur eine Absichtserklärung ist. Da war ja nichts Konkretes. Ja, also man hat zwar gesagt, man möchte die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen und wenn möglich auf 1,5 Grad begrenzen, aber dieses Pariser Klimaabkommen ist nur deswegen zustande gekommen und das hatte mich eben daran gestört. Es ist nur deswegen zustande gekommen, weil man im Vorwege gesagt hat, wir versuchen gar nicht richtig zu verhandeln, sondern ihr, liebe Länder, sagt uns vorher, was ihr bereit seid zu tun. Und dann kommt er nach Paris und dann unterschreiben wir das alle. Und das haben sie gemacht. Ja, und was dann rauskommt, wenn sie das zusammenzählen, ist nicht deutlich unter 2 Grad, ist ungefähr 3 Grad. Ja, aber ist doch logisch. Ich meine, was erwarten Sie, wenn das alles auf Freiwilligkeit basiert, auf Selbstverpflichtung? Ja, dann kann nichts dabei rauskommen. Und das ist natürlich eine Krux. Und das weiß die Politik natürlich auch. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Die wissen alles. Ja? Also ich kann denen nichts erklären, also nichts beibringen. Die wissen alles. Ob sie es glauben oder nicht. Frau Merkel würde ihnen fast den gleichen Vortrag halten. Das kann ich ihnen verstehen. Nee, ohne Flachs. Das ist so. Aber sie tun nichts. Und ich will ihnen einfach erklären, warum das so schwer ist. Weil da wird die Verantwortung immer hin und her geschoben. Also schauen wir uns mal als erstes an, einfach den Ausstoß nach Ländern oder Ländergruppen. Und wir sehen hier seit 1960 den Ausstoß jetzt von China, von den Amerikanern, also von den US-Amerikanern, der EU-28 und von Indien. Ja? Die Kurve, die natürlich sofort ins Auge fällt, ist die Kurve, die dann nach oben schießt, das ist China. China hat heute einen Anteil von fast 30% an den weltweiten CO2-Emissionen, 30%. Dann die nächste Kurve ist USA. USA knapp die Hälfte, also ungefähr 14%. Also beide zusammen deutlich über 40%. Ja, das heißt, fast die Hälfte entfallen alleine auf zwei
Länder. Dann kommt die EU, 28. Dann kommt Indien. Aber sehen, Indien hat eine ziemliche Steigerungsrate. Ja, während die anderen, selbst die USA, geht so ein bisschen runter. Ne? Bei China wissen wir nicht genau. Hier ist das letzte Jahr jetzt noch nicht drin. 2017 ist es wieder ordentlich nach oben gegangen. Ja, also da müssen wir mal abwarten, ob China jetzt schon stabilisiert hat oder doch wieder weiter nach oben geht. Nun, wenn man diese Kurven sieht, wäre man erstmal geneigt zu sagen, ja okay, jetzt muss China etwas tun, weil China ist nun mal mit großem Abstand größte Verursacher von CO2. Aber den Schuh ziehen sich die Chinesen nicht an. Ein Punkt ist, glaube ich, jedem klar. Man kann ja mal fragen, für wen produzieren die Chinesen? Nicht nur für den heimischen Markt. Und wenn wir also Produktion auslagern, wäre natürlich wunderschön auch unsere CO2-Emissionen los. Ne? Übrigens sorgen wir dafür, wenn wir Produktion auslagern, dass der CO2-Ausstoß steigt. Weil die verbrennen viel mehr Kohle als wir. Und bei Kohle kommt bei gleicher Energie Menge mehr CO2 raus, als wenn man Öl oder wenn man Gas verbrennt, das ist das eine. Das heißt, sie haben einen anderen Energiemix, deswegen kommt mehr raus. Und das andere, wir generieren Transport. Und Transport verursacht natürlich auch Treibhausgase. Ja? Das heißt, wenn die Industrieländer Produktion auslagern, steigt der CO2-Ausstoß. Ist kein Nullsummspiel, sondern er steigt. Ja? Das muss man einfach dazu wissen. Und das werden die Chinesen natürlich gleich aufs Butterbrot schmieren. Das ist der eine Punkt, aber es ist nicht der einzige Punkt, den die Chinesen anführen würden und auch werden. Der zweite Punkt ist die historische Verantwortung. Wissen Sie, wenn Sie CO2 in die Luft emittieren, dann verweilt es in der Luft für ungefähr 100 Jahre. Also im Prinzip über diese Zeiträume können Sie sagen, es geht nicht weg. Ja, also, oder nur sehr langsam weg. So ähnlich wie mit Schulden. Die gehen auch nicht weg. Ja? Und wenn Sie dann neue Schulden aufnehmen, selbst wenn es der gleiche Betrag ist wie letztes Jahr, dann steigt der Schuldenberg. Ja? Und so ist es beim CO2 auch. Wenn Sie genauso viel ausstoßen dieses Jahr wie letztes Jahr, dann steigt der Gehalt an CO2 weiter an, weil es geht ja nicht so schnell raus. Ja? Und damit steigen dann, also um bei dem Finanzbeispiel zu bleiben, wenn also der Schuldenberg wächst, weil sie wieder genauso viel Schulden aufgenommen haben, dann wachsen natürlich auch die Zinsen, also die Zinszahlung bei gleichem Zinssatz. Und so ist das auch beim Klimaproblem. Das heißt also, die Zinszahlungen ist jetzt hier die Klimaänderung. Ja? Also wenn wir genauso viel ausstoßen wie letztes Jahr, dann steigt der Gehalt an CO2 in der Luft und damit nimmt auch die Klimaänderung weiter zu. Das heißt also, es reicht nicht, den CO2-Ausstoß zu stabilisieren, sondern wir müssen dramatisch runter mit dem CO2-Ausstoß, damit überhaupt irgendwann mal der Gehalt an CO2 stehen bleibt. Ja? Solange wir weiter diese großen Mengen an CO2 ausstoßen, wird der CO2-Gehalt der Luft, und nur auf den kommt es an, wird der Gehalt an Luft, die Konzentration weiter zunehmen. Und so kann man dann eben auch die historische Verantwortung berechnen, weil man muss nur aufaddieren, was die Länder über die Jahrzehnte emittiert haben. Und wenn man das macht, hier jetzt dargestellt seit 1870, wenn man das macht, dann kann man eine andere Rechnung aufmachen. Also wir fragen nämlich jetzt nicht, wer stößt eigentlich wie viel heute aus, sondern wir fragen jetzt, wer hat das Zeug da reingebracht, das wir heute dort messen. Und das sind die Zahlen hier. USA 26%. Also ein Viertel des CO2, das wir heute dort oben messen, kommt aus den USA. Ein Viertel. EU 28, 22%. Also die Europäer, da sind wir schon fast bei der Hälfte. China 13%. China ist zwar heute der größte Verursacher von CO2, aber sie haben nicht die historische Verantwortung. Ja, und das ist natürlich das, was zurückkommt. Wenn sie sagen, du Chinese, du musst jetzt reduzieren, dann sagen wir, wieso ich? Ihr habt das Zeug doch reingebracht. Wieso sollen wir jetzt nichts mehr reinbringen dürfen? Ja, da geht es auch um Glaubwürdigkeit, da geht es um Vertrauen, da geht es um Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, all diese Geschichten. Und nochmal, ich will Ihnen ja deutlich machen, wie schwer das eigentlich ist, da auf irgendeinen gemeinsamen Nenner zu kommen. Im Moment ist leider der gemeinsame Nenner der kleinste gemeinsame Nenner. Und deswegen geht eben nichts voran. Und der nächste Punkt, der mir wichtig ist, sind die Pro-Kopf-Emissionen. Wir sehen hier den Pro-Kopf-Ausstoß für verschiedene Länder oder Ländergruppen. Und die Balken sind unterschiedlich breit.
Und je breiter ein Balken ist, umso mehr Menschen wohnen dort. Ja? Deswegen sind die unterschiedlich breit. So, gucken wir mal auf die USA. Die USA hat den größten Pro-Kopf-Ausstoß, wenn ich jetzt mal die arabischen Länder weglasse. Ne? Also USA, jeder Amerikaner und jede Amerikanerin entlässt ungefähr 17 Tonnen CO2 pro Jahr. 17 Tonnen. Russland ungefähr 11, China ungefähr 7. China liegt schon über dem EU-Durchschnitt. Deutschland ist in EU drin, aber deswegen habe ich Deutschland nochmal extra aufgeführt. Deutschland 10. Deutschland liegt über dem EU-Durchschnitt. Also es kann überhaupt keine Rede mehr davon sein, dass wir Deutschen irgendwie Vorreiter sind. Sind wir nicht. Das ist leider so. Und eins können Sie mir glauben, ich hasse es, immer wieder erzählen zu müssen. Aber ich kann ja auch nichts anderes erzählen. Ich bin nun mal ein Mann der Zahlen und ich präsentiere die Zahlen. Weltdurchschnitt 4,8. Und jetzt schauen Sie mal auf Indien. Indien, sehr breiter Balken. Über 1 Milliarde Menschen, die liegen bei knapp 2. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jeder Inder und jede Inderin möchte so viel ausstoßen wie wir. Faktor 5. Ja? Das geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir was tun. Nicht, weil wir das Klima retten. Ich meine, selbst wenn Deutschland in absoluten Zahlen kein CO2 ausstoßen würde, es hätte praktisch keinen Effekt. Ich habe Ihnen ja gesagt, China und USA machen fast die Hälfte. Aber es geht wieder um die Glaubwürdigkeit. Ich meine, wie wollen Sie denn irgendjemanden in einem anderen Land davon zu überzeugen, Klimaschutz zu betreiben, wenn wir unfähig sind, unseren Ausstoß zu verringern? Und wir sind seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr vorangekommen. Davor hatten wir sehr viel geschafft, durch die Wiedervereinigung vor allen Dingen, weil die ganze alte Ostindustrie zusammengebrochen ist. Dadurch haben wir unheimlich viel CO2 eingespart, zum Teil eben auch durch Einsatz hochmoderner Anlagen. Aber dieser Kredit ist aufgebraucht. Und jetzt geht nichts mehr voran. Seit 10 Jahren ist wirklich nichts mehr vorangegangen. Wir verharren auf hohem Niveau. Und Sie sehen es ja immer wieder jetzt in den aktuellen Meldungen, egal ob es Sambara Force ist, egal ob es die Automobilindustrie ist, die Politik ist unfähig, irgendwie da mal einen Kontrapunkt zu setzen und mal zu sagen, liebe Industrie, ihr müsst jetzt wirklich mal was machen. Kommt immer das Arbeitsplatzargument. Ja? Ist ja auch richtig. Also wir wollen ja nicht irgendwie eine Massenarbeitslosigkeit haben, aber man muss einfach auch mal die Größenverhältnisse sich betrachten. Wir sind in der Braunkohleindustrie, gibt es noch 20.000 Arbeitsplätze. Alleine in der Windenergiebranche gibt es 160.000. Ja? Und Tendenz steigen. Und das darf man nicht vergessen. Also wir verlieren auch den Anschluss. Ich war, bevor ich hierher gefahren bin, war ich in Frankfurt. Und da wurde der erste Elektrobus eingeweiht. Der erste Elektrobus, Fernbus, ja? Strecke Frankfurt-Mannheim. Aber dieser Elektrobus, der wird in China gebaut, weil die deutsche Industrie keine Elektrobusse bauen will. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Ja? Wir müssen aus China Elektrobusse importieren, so weit ist es schon. Und deswegen sage ich, es steht viel mehr als das Klima auf dem Spiel. Es steht auch unsere ökonomische Zukunft auf dem Spiel, wenn wir nicht endlich umdenken, umsteuern und versuchen, die neuen Lösungen, die ja schon längst entwickelt sind, auch in den Markt einzuführen, zumindest stärker einzuführen, als es bis jetzt der Fall ist. Ja, nichts ist zu spät, meine Damen und Herren. Ich will Sie natürlich jetzt nicht im Tal der Tränen irgendwie zurücklassen. Der Weltklimarat hat ja in seinem gerade veröffentlichten Bericht nochmal deutlich gemacht, also zumindest aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es noch möglich, die Erderwärmung sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber das bedeutet eben, dass der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch sinken muss. Sie sehen diese schwarze Kurve, die sich da nach oben schlängelt, das ist der Ausstoß seit 1980. Und Sie sehen, bis auf 1-2 Jahre ist er immer weiter nach oben gegangen. Dieser rote Punkt da am Ende der schwarzen Kurve, das ist die Schätzung für 2017, aber es sieht schon so aus, dass 2017 wieder einen neuen Rekord gebracht hat. Das heißt also, wir haben noch nie so viel CO2 ausgestoßen wie im letzten Jahr. Und seit es also die internationalen Klimaschutzverhandlungen gibt, seit Beginn der 1990er Jahre, also seit der Klimarahmenkonvention von Rio, ist der CO2-Ausstoß förmlich explodiert. Also der weltweite, nur der zählt, alles andere ist irrelevant. Er ist um 60% gestiegen, 60%. Und jetzt geht es darum,
Jetzt müssen wir es schaffen bis 2030, das steht in dem neuen Bericht drin, des IPCC. Jetzt müssen wir bis 2030, wenn wir zumindest bei 1,5 Grad begrenzen wollen, um 45% runter, um 45%. 2030 klingt zwar weit weg, ist aber nicht mehr weit weg. Wir sind bald im Jahr 2019, das heißt, es sind gerade mal gut 10 Jahre, dann ist schon 2030. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und dann, das sehen Sie hier auch, sinken die Emissionen irgendwann unter die Nulllinie. Das heißt, wir brauchen negative Emissionen. Wir müssen mehr rausholen, als wir in die Atmosphäre hinein emittieren. Das heißt nicht, dass wir es rausholen und dann irgendwo verbuddeln. Ich bin mir sicher, dass niemand von Ihnen im Garten sowas haben möchte oder unterm Garten. Die Weltmeere wollen es auch nicht haben, das kann ich Ihnen sagen, obwohl Sie nicht sprechen können, aber ich kenne ja die Sprache der Meere. Das heißt also, wir müssen CO2 als Rohstoff begreifen und irgendwas Sinnvolles damit machen. Da gibt es auch vernünftige Ansätze, man kann zum Beispiel erneuerbares Erdgas produzieren. Ich weiß aus der Stahlindustrie, da gibt es auch interessante Ansätze, die Hüttengase wieder zu verwenden. Im Moment werden sie schon verwendet für Energie, man kann sie noch weiter verwenden. Also das werden wir auf jeden Fall machen müssen und da müssen wir heute anfangen, in Forschung und Technologie zu investieren, damit wir dann nicht in einigen Jahrzehnten wirklich wieder wie ein Ochs vom Berg stehen und nicht wissen, was wir mit dem CO2 machen sollen, das dort oben ist. Weil wir werden daraus, werden nicht umhin können, CO2 auch aus der Atmosphäre zu entfernen. Und wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, und einige haben sich schon darüber Gedanken gemacht, dann ist das auch alles möglich. Also im Prinzip können wir eigentlich noch alles schaffen. Aber es fehlt eben tatsächlich im Moment jedenfalls der politische Wille. Und damit dieser politische Wille sich auch entwickelt, brauche ich eben auch Sie. Ne? Weil der Druck muss eben auch von unten kommen, sonst passiert da oben nichts. Das muss ich Ihnen, glaube ich, auch nicht erzählen. Das ist eigentlich immer so. Also, dass das funktioniert, das haben wir an den erneuerbaren Energien gesehen. Wir sehen hier den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von 2002 bis 2017. Wir sehen, der steigt. Hätten Sie damals 2002 die Energiekonzerne gefragt, ja, wie viel können wir denn schaffen? Na, hätten die gesagt, ja, vielleicht 5%, vielleicht 10%. Heute sind wir schon bei fast 40%. Ja? Das Gleiche gilt übrigens fürs Mobiltelefon. Ja, ich weiß nicht, wer früher Dallas geguckt hat, ne, im Fernsehen, als JR mit seinem ersten Mobiltelefon, war so Koffer, glaube ich, so ankam. Und damals, als sie die Telefongesellschaft gefragt haben, braucht denn irgendjemand ein Mobiltelefon? Auch als sie kleiner wurden, haben sie gesagt, ach, Gottes Willen, wer braucht ein Mobiltelefon? Ja? Wenn es nach den Telefongesellschaften gegangen wäre, wären wir immer noch vernetzt. Na, also immer noch Festnetz. Deswegen darf man auch der Industrie nicht immer Glauben schenken. Ja, die sind einfach faul, die wollen immer an den alten Geschäftsmodellen festhalten und wenn man sie nicht irgendwie ein bisschen pusht, dann bleiben sie ewig bei den alten Geschäftsmodellen und merken gar nicht, wenn sie dann von irgendjemand anders, von einem neuen Geschäftsmodell überrollt werden. Deswegen möchte ich Sie fragen, welche Welt wollen wir? Ich habe hier zwei Animationen mitgebracht. Links die Welt mit Klimaschutz, rechts die Welt ohne Klimaschutz. Das geht bis zum Ende des Jahrhunderts, ich glaube 2096 oder so. Ich muss da nicht viel zu sagen. Sie sehen, die linke Erde, die färbt sich eigentlich nicht mehr so richtig stark ein. Wenn die rechte Erde sich immer mehr so gelblich-rötlich einfärbt, falls Sie die Skala erkennen können, wenn das Ganze tief rot wird, dann haben Sie nochmal Temperaturanstiege von etwa 5 Grad. Und wenn Sie sich das mal angucken, im Innern der Kontinente, da haben Sie tatsächlich schon diese tiefrote Farbe. Und da stellen Sie sich mal vor, jemand in Afrika, wo die Temperaturen ja ohnehin schon hoch sind, da steigen die Temperaturen nochmal um 5 Grad. Da kann man dann nicht mehr leben. Das ist einfach so. Das hat auch nichts mit Alarmismus oder so etwas zu tun. Das ist einfach so. Ja, gerade in Äquatorialafrika, da wird die Luftfeuchtigkeit dann auch so hoch gehen, dass sie da wirklich nicht mehr leben können. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet im Hinblick auf Migration und all diese Geschichten. Wir sehen ja heute schon diese Migrationsbewegung. Hat natürlich nicht nur Klimaursachen, hat auch politische Ursachen. Wir sehen es jetzt gerade in Mittelamerika und so weiter. Wir haben so lange über Flüchtlinge hier diskutiert, insbesondere wegen Herrn Seehofer. Ich meine, es wurde so viel über Fluchtursachen, Bekämpfung gesprochen und so weiter. Klimaschutz ist eine Möglichkeit, Fluchtursachen zu bekämpfen. Nun habe ich mit Donald Trump angefangen, aber ich möchte natürlich auch seinen Vorgänger nicht unerwähnt lassen.
Und er konnte zwar auch nicht viel reißen, das muss ich sagen. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht, das ist wirklich sensationell. Er sagt nämlich, und das kommt dann am Ende wieder auf den Mangel an Nachhaltigkeit zurück und dass wir nachhaltig werden müssen. Er sagt nämlich, wenn wir die Luft, die unsere Kinder atmen werden und das Essen, das sie zu sich nehmen werden und wenn wir die Träume all unserer Nachkommen über unsere kurzfristigen Interessen stellen, ja, dann ist das vielleicht noch nicht zu spät. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.